Hi zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute in einem ganz besonderen Werk von Knorr-Bremse in Tschechien. Denn neben dem Werk für die Serienproduktion gibt es hier ein eigenes Werk nur für den Remanufacturing-Prozess. Wie dieser Prozess im Detail aussieht, das schauen wir uns gemeinsam mit Thomas an. Wir schauen mal, wo er ist. Kommt mit. Hi Thomas. Hallo Jacqueline. Danke, dass wir heute hier sein dürfen und mal bei euch in das Remanufacturing hineinschauen dürfen. Thomas, magst du dich einmal ganz kurz für unsere Zuschauer vorstellen? Ja, gerne. Hallo, ich bin der Thomas. Ich bin zuständig für das Remanufacturing bei der Knorr-Bremse in Europa. Ja, und schön, dass ihr hier seid. Danke. Schön. Ja, wow. Hier lagern wir unsere Kurs ein. Das heißt, das sind alles Altteile, die ihr quasi einlagert und die genau. Hier... Genau, das sind alles Altteile, die von euren Kunden zurückkommen und hier bei uns eingelagert werden. Und wir gehen jetzt hier entlang vom Chorlager zur Sortierung. Super cool. Und das sind hier jetzt auch verschiedene Produkte, richtig? Also das sind jetzt verschiedene Produkte. Ja, Thomas, auf den ersten Blick ist das hier super beeindruckend. Und um für euch und unsere Kunden die Wege einfacher und kürzer zu halten, könnt ihr die Altteile einfach in eine EUROPART-Niederlassung abgeben. Dort findet mithilfe des Dienstleisters Schollmeier eine erste Teileprüfung statt. Und dann kommen die Teile hier ins Werk von Knorr-Bremse. Thomas, welchen Qualitätsanforderungen muss denn so ein Produkt entsprechen, damit das Produkt es in den Kreislauf der Wiederaufbereitung schafft? Ja, also jedes Produkt muss, wenn es hier ankommt, individuell gehandhabt werden. Wir haben dann ganz genaue Kriterien, nach welchen wir das Produkt aussortieren. Beschädigungen, Designstände, sonstigen Verschleiß, das bewerten wir alles und entscheiden dann, ob wir das Altteil in die Produktion einführen können oder es halt leider verschrotten müssen. Hier haben wir die Nachsortierung. Ja? Also vorne, wo wir am Anfang waren, ist die Erkennung des Produktes und ist es noch aufbereitbar oder nicht. Und dann werden die identifiziert und jeder bekommt so ein Tag. Ja, Thomas, wir haben ja jetzt bereits gesehen, wie das Altteil sortiert wird und auch die Nachsortierung hast du uns erklärt. Was passiert denn jetzt hier in dem nächsten Schritt? Was können wir uns darunter vorstellen? Genau, wir sind jetzt hier in der Demontage angekommen. Und hier wird die Scheibenbremse in ihre über 30 Bestandteile zerlegt, damit wir die Einzelkomponenten für das Remanufacturing zur Verfügung haben. Und ich nehme mal an, die Verschleißteile, die werden fachgerecht entsorgt. Genau, die werden fachgerecht entsorgt und die wiederverwendbaren Komponenten, die du jetzt hier schon siehst, wie den Sattel, die werden für den nächsten Prozess vorbereitet. Das ist eine Pyrolyse in dem Fall und den nutzen wir den Ofen, um den Sattel für den nächsten Prozess danach vorzubereiten. Das heißt, dadurch werden dann auch die Lackrückstände entfernt, also das kann man sich da wahrscheinlich dann auch schon vorstellen. Genau, richtig. Und das gibt uns dann die Möglichkeit, alle Verschmutzungen abstrahlen zu können in dem nächsten Prozess, den du dann hier siehst. Das ist unsere Strahlanlage und danach sieht der Sattel dann aus wie neu. Wir haben ja jetzt in der Reinigung gesehen, was da genauso passiert und auch wie die Altteile entsprechend gesandstrahlt werden. Was passiert denn als nächstes? Ja, als nächstes werden die Teile geprüft, weil wir müssen ja entscheiden, können wir die direkt wiederverwenden oder muss zum Beispiel noch ein Aufbereitungsschritt passieren. Und so einen Aufbereitungsschritt, den zeige ich dir jetzt. Super. Thomas, wir sind jetzt hier in der Wiederaufbereitung. Ich nehme mal an, eine Software wird jetzt aktuell hier nicht aktualisiert, oder? Genau, richtig. Also Software und Jacqueline sind in den mechatronischen Produkten. Bei der Scheibenbremse haben wir die Herausforderung von ausgerissenen Gewinden und die werden mit Helicoils hier im Hintergrund ersetzt. Und jetzt geht es quasi zum letzten Schritt, zum großen Finale, habe ich richtig verstanden? Genau, im Anschluss wandert dann alles an die Wiedermontage und da gehen wir jetzt hin. Alles klar.
Jetzt sind wir beim großen Finale angekommen, Thomas. Was passiert denn jetzt hier in der Wiedermontage? Genau, hier werden unsere EconX-Produkte auf der Serienlinie zusammengebaut, durchlaufen dieselben Prozesse, Zwischenmontagen, Prüfprozesse und werden dann am Ende, wie du hier im Hintergrund sehen kannst, für den Kunden verpackt. Und das EconX-Produkt erkennt man ja nicht nur an der blauen Verpackung, sondern eben auch an dem grünen Typenschild, richtig? Genau, richtig. Super, ja, vielen lieben Dank, Thomas, für den eindrucksvollen Tag, für den Einblick in euer Werk hier in Tschechien. Ich nehme das direkt mal mit und dann könnt ihr das einfach bei uns im Zentrallager bestellen, wenn ihr Lust habt. Danke für euch fürs Zuschauen.